Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Ich bin Villa zurück, ich bin zu Hause. Oh, ist das schön. Und ich weiß ja nicht. Doch, Moment mal, ich weiß noch nicht. Ha, ich habe hier was Neues angefangen gehabt. Offline. Ich wollte nämlich was ausprobieren. Ja, das ist ein Resultat. Also hier ist dann später unser Hopfen, aber wir haben ja quasi... Theoretisch, wir stehen ja direkt vor der Horde und ich muss das erstmal hier gerade einpeilen. Ich muss hier stehen. Ich habe hier neue Kopfhörer und die sind fucking leise. Ich hoffe, dass es so funktionieren tut. Wenn nicht, ist das Kacke. Ich muss das hier so einstellen, nicht die Nerven. Sorry, tut mir leid. Kauf die neue Kopfhörer, alles Arsch. So, wir haben jetzt quasi bloß noch quasi einen Tag. Naja, einen Tag und ein paar Stunden Zeit, unsere Base da hinten jo, fertig zu kriegen. Wir müssen uns erstmal unsere Picke reparieren. Denn es ist Horde bald wieder. Und wir werden ja die Horde diesmal nicht hier bestehen. Okay, Moment. Gleich mal ein Test, Mute-Taste, ob die funktioniert hat. Wenn nicht, dann werde ich mir jetzt ja schon wieder auf den Arsch setzen. Naja, was soll's, ne? Gut. Ich habe drüben schon ein bisschen weitergemacht. Und zwar habe ich... Oh, das ist mir immer noch so leise. Ich hoffe, dass es so hinhauen tut. Also die Kopfhörer, die sind, ich finde ja gut, dass das Funkkopfhörer sind, ne? Funkkopfhörer. Aber die sind sowas von leise, der könnte das vielleicht ein Problem führen. Aber hey, das ist ein anderes Thema. So, wir brauchen auf jeden Fall Eisen und bitte. Stimmt, da war ja auch noch was. Ach du Kacke. Moment mal. So. Da war ja noch was. Ich muss erstmal gucken, wie ich das mache. Spikes. Spikes da, ne? Gut. Da sind sie. Ich such die ganze Zeit, dabei stehen sie um. Das fängt schon mal gut an. Reichen die? Die anderen sind ja noch da. Ich glaube, ich hatte ja 180 Stück oder so. Ach, das muss reichen. Und wir haben innen noch welche verbraucht. Das wird nicht reichen. Eigentlich sollte ich ja mich ein bisschen hinlegen und, eigentlich ein bisschen kurieren und so, ne? Aber ich habe mir so gedacht, ist langweilig, ich werde das jetzt ein bisschen ausprobieren. Und ja, an diese Person, ich weiß das. Aber ich kann das doch nicht. Ich hatte eine ganz brave Ruhe und da fällt ihnen die Bude, ja, über den Kopf zusammen. Aber das hatten wir ja besprochen. Ja, ich werde jetzt bloß ein paar Folgen aufnehmen und dann werde ich mich auch wieder hinlegen. Alle gut. Krieg schon hin. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Gut. Warum ist denn das hier so hell? Echt mal, das ist ja ein schön hell. Ich habe die Schatten deaktiviert. Das weiß ich noch. Aber Gamma ist doch alles in Ordnung. Ich mach mal hier auf Billo. Und dann werden wir mal kicken, wie das funktionieren tut. Alter, die Stufen. Gut. Bye bye, Steve. Ja, ich bin gespannt, weil wir sind ja zwischenzeitlich nicht mehr gestorben. Also, und wenn, dann habe ich das jetzt verdrängt. Dann dürften ja, wie gesagt, die Horn, die werden ja mal schwerer und schwerer. Und ja, ich weiß das auch. Ich hab das nicht vergessen. Ich bin ja jetzt im Schnitt bloß 13 Mal gestorben. Das heißt, wir hatten ja letztes Mal Spider-Spucker alle drin gehabt. Ja, ich schätze mal, die werden uns jetzt die Hütte einreißen. Ach, und wir müssen ja auch noch die Gängerin knattern. Stimmt, da war ja noch was. Naja, was soll's. Kann doch mal passieren. Wir haben doch noch einen Tag Zeit. Das passt halt noch. Ne? Ich hoffe echt, dass das so funktioniert. Und ich habe nämlich schon mal ein bisschen rumstellen müssen. In Sachen Einstellung. Und
Ja, das, was ich gesehen habe, ich war nicht so überzeugt. Gut, auf jeden Fall müssen dann hier Gänge rein. Und das muss ja hier noch betoniert werden. Und jetzt fängt er an zu schneien, oder was? Du verarschst mich doch. Gut. Alle Viere waren, ne? Ich glaube, das waren alle vier. Okay, es waren bloß alle drei. Ach, was soll's. Gut. Also dann knattert hier das erstmal ein bisschen weg. Und dann alle drei. So quasi, dann haben die wirklich keinen Stress, hier reinzukommen. Und ich war natürlich so clever und hab das alt hier... Ach, Zivitix. Ich hab das natürlich aufgewertet. Schön machst du das, Kabel. Tut mich sorry. Und ich muss hier stehen, wo ich Langeweile hatte und hier schon ein bisschen rumgebaut habe. Ich hatte schon eine Schreierin hier gehabt, trotz wo ich hier ein bisschen geschüppt habe. Bisschen komisch. Aber hey. Vielleicht war das bloß eine Nette und die wollte uns besuchen und gleich erstmal eine von Rüssel hauen. Naja. Eins. Gut. Also, eins, zwei, drei, Loch. Ness. So müsste das eigentlich hinhauen. Und das machen wir jetzt ringsherum. Da müssen wir noch ein bisschen betonieren. Ein bisschen spucken und dann ist es gut. Der müsste eigentlich funktionieren. Der Rest ist einfach bloß brachiale Waffengewalt. Ich glaube, der kriegt hin. Meine Nase. Fängt ja gut an. Jo, wo waren wir stehen? Also, quasi theoretisch, wie gesagt, ich war ja Krankenhaus, das hatte ich ja gesagt, ja. Also, meine Werte sind alle top. Also, ich glaube, ich habe das jetzt hinter mir. Ich habe auch nochmal wegen meiner Schilddrüsen-OP, weil war ja einfach, war ja bloß eine komplette Entnahme. Da ist semi alles in Ordnung. Also, ich bin jetzt auf 125, also Dosis-Tablettenmäßig. Leute, die sich auskennen. Ich bin ja schon mal froh, dass ich von 150 runter auf 125 bin. Ist ja schon mal gut, ne? Ja, Kaliumwerte und so waren ein bisschen runter. Fand Onkel Doktor nicht so gut. Aber was willst du machen? Ne? Das einzige Problem, was ich jetzt habe, und das liegt nicht an meinem Alter, mir haben sie natürlich auch das Nervenwasser gezogen. Und das nicht mal ein bisschen wenig, und ich renne jetzt durch die Gegend wie ein Rentner. Entschuldigung an alle Rentner, aber ich habe jetzt, wie habe ich das letzte Mal so schön geschrieben? Also ich habe die Geschwindigkeit von Stein. Nur eben halt ein bisschen langsamer. Naja. Aber wie gesagt, ich bin ja froh, dass also meine Werte eigentlich in der Hinsicht ziemlich gut sind. Den Rest kriegt quasi so. Also, Entwarnung, alle in Ordnung, alle schön. Also für Leute, die das interessiert, ne? Ich wurde ja jetzt wie mal gefragt, wie mir geht. So, das ist nämlich auch geklärt. Ihr braucht euch keine Platte machen, oder Kabin. Ist nicht mehr kaputt im Kopf, als er schon vorher war. Ich jetzt? Wo ich wollen dich? Das hat sich nicht gut angehört. Ich wollte doch nichts kaputt machen. Ich hoffe, dass die Musik nicht so laut ist im Hintergrund. Eigentlich theoretisch müsste das ja abgepasst sein, aber irgendwie... Ja, mit meinen neuen Kopfhörern ist... Ja, funktioniert nicht so ernst. Die Mutti kommt. Gucken, was ich tue. Du bist zu früh, Mädel. Aber nett, dass sie sich erkundigen wollte, ne? Seht ihr? Die sind doch nicht so böse, wie ihr gedacht habt. Oh. Das ist jude Tradition. Man begrüßt sich hier wie
Naja. Mit ein paar Bohnen. Naja, was willst du machen, ne? Hätte sich vorher ankündigen sollen. Oh. Jetzt weiß ich, warum ich nicht so hinhauen. Du bist nicht blöd, Karin. Drei, Karin, drei. Alle drei. Nicht zwei, drei. C-Künze hinsetzen, sechs setzen. Naja. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Gut. Das haben wir jetzt auch geklärt. Nee, erst zum Feierabend. Nach getaner Arbeit. Ich hätte mir mal das hier zum Trinken hinstellen sollen, ich hält. So, jetzt habe ich das da immer. So. Das ist jetzt schön. So, jetzt muss ich erstmal oben kicken, was oben runtergefallen ist. Naja, erst die Kiste und dann. Hui! Hier ist doch irgendwas gefallen. Ihr habt das doch auch gehört, oder? Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Oh. Uns haben ganz andere Sachen gefehlt. Jo. Nee. Okay, ich hab's versucht. Er war stets bemüht. Ja, ja, ich weiß. So. Gut. Humor hat er ja. Noch ein bisschen. Gut, ich würde mal sagen, hier muss noch eine Furche hin. Eine Furche und dann müssen wir hier noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, so war mal der Plan. Kann man hier das Wetter holen? Schnee ist schön. Könnte schlimmer kommen, könnte anfangen zu regnen. Ich buddel wie ein Weltmeister. Glück auf. Ach, Leute, muss man ja ab und zu mal zwischendurch ein bisschen ohne. Für Leute, die es interessiert, ich habe jetzt schon nebenbei ein bisschen, ich weiß, das ist uns alt, ich habe Dead Space angefangen. Ich habe da ja nicht so eine Erinnerung gehabt. Aber das ist cool, Löwzeit 2, 3 Tage, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, schaut es euch an. Der dürfte jetzt ja schon mittlerweile 4. oder 5. Aber das ist, anders, wie gesagt, als ich eine Eindruck hatte. Wo ich mich gefragt habe, warum habe ich das jetzt angefangen? Das ist... Ja. Ist ihm halt noch rumgekommen, ne? Und wie gesagt, ich verstehe ja ab und zu eine, auch wenn es alte Spiele sind, ob es sich lohnt, tut ihm halt 4K und so, ne? Und ich muss sagen, jo, es lohnt sich. Also die sehen wirklich immer noch gut aus. Und wie gesagt, in der Beschreibung auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Wie gesagt, in Dead Space 4 wird erstmal vorläufig nicht kommen, das wissen wir ja. Mittlerweile, dürfte ja klar sein. Aber da gibt ein kleines Entwicklerstudio, die ein kleines Spiel entwickeln. Und das ist, ja, extrem an Dead Space 1 erinnert. Und zwar ein Negativeffekt. Ein bisschen Werbung machen für das Spiel, weil das ist nämlich, das, wenn das rauskommt, tut irgendwann, ich bin dabei. Ich werde das auf jeden Fall vielleicht testen. Das vielleicht ist eher, weil, wenn das genauso ist wie der erste Teil, hui. Also, von Dead Space der erste Teil, ne? Aber, ich habe das in der Beschreibung drin, also bei Dead Space ist unten in der Beschreibung das Spiel verlinkt und die Entwickler natürlich auch, ne?
schaut mal rein. Vielleicht sind ja was für euch. Das könnte sich vielleicht dann für euch lohnen. Alter, das ist die schönste Arbeit. So. Achso, ich habe ja noch ein paar. Gut, wir müssen ja hier noch ein bisschen buddeln. Das ist ja wieder schön teuer, hast du gemacht. Warte mal, den Ballermann, den brauche ich doch jetzt ja nicht. Den kann ich doch alles nach vorne schieben. Ich schick dich nach vorne, ne? So. So. Ach, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ich wollte eigentlich den Garten, den ich da oben angelegt habe, oder die Rabatte, oder wie man sowas nennt, ich weiß, das ist erst in Alpha 18. Da haben sie jetzt so gezeigt, hier so wie Minecraft-mäßig, dass man links, rechts so Blöcke ranbauen kann. Und das sieht so richtig schön gerade aus. Naja, hat nie so ganz funktioniert. Aber trotzdem eine coole Idee, finde ich. Kann man so machen, ne? Finde ich auch. Das hier auch fertig. Dann ist nämlich bloß noch eine Richtung und dann sind Spikes dran. Und wir sind immer noch gut in der Zeit. Also, für meine Verhältnisse quasi. Das ist falsch. Also für meine Verhältnisse sind wir gut in der Zeit. Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. Hä? Wer war das? Hau ab! Ich hab da... Warte mal, ich hab ja den Pinsel mit bei. Können wir eventuell ein paar dumme Gedanken? Ein Dinosaurier ist ja meistens so ein bisschen bräunlich, ne? Wenn man nichts anderes zu tun hat, ne? Der soll ein Dinosaurier sein? Nein, der sieht aber fast so aus. So ein Kinderdinosaurier. Mal nach Zahlen. So. Vielleicht kriegen die Zombies ein bisschen Schiss und hauen von allen ab. Hat keinen Wert, was ich jetzt hier mache, aber... Ja, muss ja nicht alles Wert haben, ne? Vor allen Dingen hier bei mir. Das hier ist ziemlich wertfrei. So. Schön. Schön, schön. So, und jetzt kommt die Alte von hinten, Alter, und knallt uns eine auf den Pullermann. So ungefähr. Ich jetzt? Jetzt fängt er an zu pissen? Ja, leck mich doch am Puppis. Also mit Wetterauswahl und ja, Karte oder so haben wir irgendwie hier kein richtiges Glück. Also Glück sieht anders aus. Opa, hey. Rein theoretisch, praktisch. Moment mal. Wie gesagt, das hat keinen Sinn. Das ist bloß so, ich habe Langeweile. Die gute alte Langeweile. So. Boah, ich muss die Maus-Sensibilität wieder runterstellen. Die sind nämlich noch von Dead Space drin. Löft. Die Zombies sollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Solange sie hier sind, ne? So. Wow. Na, das sieht aus, als ob der eher irgendwie gegen eine Wand geknallt ist. So, tsch, Nase weg. Gut. Okay. Ich sollte doch noch mal einen Arztbesuch machen. Hui.
Hey, ein bisschen Spaß muss sein. Jeder definiert Spaß anders. So, ich hoffe, dass die Alte jetzt... Oh, da haben wir was vergessen. So, ich hoffe, dass die Alte jetzt nicht... Obwohl, wir könntet ja... Schwein, war bloß ein kurzer Schauer. Die Musik ist ja ganz schön unterschiedlich laut. Warte mal kurz. Ich hoffe, dass es für euch jetzt auch irgendwie runtergehen wird, nicht bloß für mich. Wenn nicht, dann sorry, ich sehe erst in der Aufnahme. Ich glaube, ich muss jetzt mal hier einen Test machen. Ob das so hinhauen tut, dass ich mir denke und dann weiter aufnehmen. Eventuell. Und ja, ich werde meine Pause schon einhalten. Versprochen. Weil eine Woche, also eine Woche Krankenhaus hat gereicht. Aber ich muss sagen, das Essen war gut. Hey, ich durfte mir Essen auswählen, drei Gänge, ne? So eine Art. Und ekelhaftes grünes Essen. Also quasi gesund habe ich es neu gelegt. Das ist ja... Pui! So. Da kommen die Spikes an. Hier würde ich dann quasi so ja noch eine Schräge ansetzen. Das ist eigentlich ja nicht so eine Idee. ist ja keine Idee, das ist... Nee, eigentlich hier noch einen Block ansetzen, denn eine Schräge, dass die quasi hochgehen. Das werden wir noch machen, wenn wir Zeit haben. Genau! Ja, da fängt der Kabin frisch an und gleich eine Baufreude. Ja, wie gesagt, das ist ja bald heute und wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Und wenn wir heute noch genug einen Sack kriegen, also hordemäßig, also morgen quasi, theoretisch. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen, bevor die Alpha kommt. Ach, dicke eigentlich. Ich glaube, wir sind da hinten dividieren, mit der Alpha, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und falls ihr das jetzt hören solltet mit dem Bohren, sorry, tut mir leid, die drehen hier schon wieder frei. Ich habe gedacht, ich komme zurück, alle fertig. Halt ihr da. Sorry. Nicht du. The Community. Ich hätte mal kurz aufgebohrt. So. Was? Entschuldigung? Wieso? Ah. Das heißt, wir müssen dann hier quasi... Gut, wartet mal. Wir werden hier gleich das fertig machen. Wir werden jetzt noch hier eine Umrandung machen und dann ist es gut. Dann passt es. Nicht denn besser, wenn wir gleich die Schräge ransetzen? Ich glaube, wir gleich die Schräge, wa? Wenn hier die Schräge ist, hier drüber, dann gehen hier die Spikes drin. Doch, das ist eh eine Höhe. Doch, das ist in Ordnung so. Der Zaun muss weg. Der Zaun muss weg. Schon wieder. Warum machst du nicht mit einer Axt? Weil ich sogar eine Axt habe. So eine Schrägen mit bei? Tatsache, ich hab's ja Schrägen mit bei. Triffst dich ja ins Hut. Durch Phänomen der Schräge. Ping-pong, 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 ping-pong. Mach das. Boah, ich hasse das. Also, wirklich, die Abtastung ist manchmal schlecht. Also, ich baue das hier ab und er will den Beton abbauen. Er leckt mir doch. Also. Das ist doch eine Verarschung, ist das denn?
Och ey, los komm, mach doch mal hier richtig hier. Das ist doch blöd. Toll, das wusste ich. Ich wusste, das ist eh noch zu weit. Schnee, nee, Schnee braucht man nicht. Entschuldigung. Captain Snow. So, warte mal. Wir werden uns gleich mal hier ein paar Schneien ransetzen, dann können wir nämlich gleich die Erde hinten ranknallern. Das ist eine falsche Richtung. So. Das müsste eigentlich reichen. Donkey. So. Das ist Blödsinn. Nee, das ist doch eine Ecke, die weg muss. Das ist manchmal echt... Das triggert mich eigentlich nicht. Weil manchmal funktioniert das, manchmal sagt er sich nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich bloß, weil ein halber Block ist oder so. Dass er das irgendwie nicht richtig erfassen kann oder so. Und sich sagen tut, nö, will ich nicht. Briefkasten, ich wollte gerade sagen. Gut, ich glaube, wir müssen dann wirklich mal eine Pause machen. Wird wahrscheinlich eine längere Pause sein, bis sie hier fertig sind und arbeiten. Das kann bis 16, 17 Uhr dauern, ne? Brustmahlzeit. Wie spät haben wir jetzt? Ist ja 15 Uhr. Gut, dann dauert das vielleicht doch nicht so lange. Nicht so lange, wie ich gedacht habe. Das ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich mich nochmal Zeit mal zum Trinken holen und kann jetzt nochmal testen, ob das mit der Aufnahme so funktioniert. Ja, das ist doch eh ein Wischwasser. Ja, ich weiß, Abwasch. Mensch. Wir haben es verstanden. So, dann muss da hinten noch eine Ecke ran und dann quasi hier weiter. Dann machen wir mich hier immer ringsherum und dann da und dann ist es gut. Dann haben sie nämlich hier keine Probleme, können die hoch und dann sitzen die schon auf das Spikes drauf. Und machen die Spikes nicht kaputt. Ne? Ja, nicht mal so clever. So. Gut, ich würde mal sagen, wir verkriechen uns schnell auf den Dinosaurier und dann hoch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns quasi morgen wieder, wenn wir hier ein bisschen weitermachen. Und dann dürfte ja irgendwann die nächste Horde, ich glaube mal übernächste Folge oder so, dürfte der Fall sein. Vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Wir werden sehen. Also, macht euch einen schönen Tag. Euer Kabin. Bis dann. Bye, bye.